Dein PC hängt sich mitten im Betrieb auf und zeigt nur noch ein gefreezedes Bild? Keine Sorge, in diesem Video präsentiere ich die 5 häufigsten Gründe für einen PC-Freeze. In den allermeisten Fällen ist einer der 5 folgenden Fehlerquellen die Ursache. Let's go! Zunächst gilt es erstmal die Frage zu klären, was ist mit Freeze überhaupt gemeint? Freeze, zu Deutsch einfrieren, bedeutet schlicht und ergreifend, dass euer System plötzlich nur noch ein Standbild ausgibt. Der PC kann zu der Zeit nicht mehr bedient werden, was häufig einen Kaltstart über den Reset-Button erfordert. In seltenen Fällen fängt sich das Bild nach kurzer Zeit wieder und der PC kann weiterverwendet werden. Der wesentlich häufigere Fall ist allerdings, dass das Standbild minutenlang anhält und nichts um einen Neustart drumherum führt. Die Gründe für einen solchen Fehler können sowohl aufgrund eines Software- als auch eines Hardware-Fehlers sein. Allein schon der Zeitpunkt des Freezes ist bereits ein Indiz für die Fehlerquelle. Freeze euer PC etwa nur bei hoher Belastung, nach einer bestimmten Zeit oder nur bei bestimmten Programmen bzw. Anwendungen? All diese Faktoren spielen bei der Fehleridentifikation eine wichtige Rolle. Ein sehr häufiger Grund für ein plötzliches Freezen sind fehlende, veraltete oder defekte Treiber. Freezt euer System häufig beim Starten von Spielen oder grafisch aufwendigen Anwendungen, so solltet ihr überprüfen, ob eure Grafiktreiber auf dem aktuellsten Stand sind. Überprüft außerdem im Windows-Gerätemanager, ob die sonstigen Treiber alle installiert und auf dem aktuellsten Stand sind. Welche Treiber ihr konkret benötigt, das habe ich bereits in einem meiner PC Basics Videos thematisiert. Das Video befindet sich oben in der Infocard verlinkt. Eine weitere softwarebasierte Fehlerquelle ist das Betriebssystem bzw. Windows 10 selber. Auch hier solltet ihr immer die aktuellsten Updates installiert haben, sollte der PC dennoch freezen, so könnt ihr eure Systemdateien auf mögliche Beschädigungen überprüfen. Das funktioniert über den Befehl sfc/scannow, den ihr in eure CMD eingibt. In der Videobeschreibung befindet sich eine genaue Anleitung von Microsoft selber, die ihr dafür zu Hilfe nehmen könnt. Die wohl häufigste hardwarebasierte Fehlerquelle für Freezes ist die Festplatte bzw. meist die HDD. Vor allem ältere HDDs können aufgrund langjähriger Nutzung plötzlich nicht mehr einwandfrei funktionieren. Wenn die Festplatte dazu noch seltsame Geräusche wie ein Klicken oder Schleifen von sich gibt, dann ist die Ursache sehr eindeutig die Festplatte. Auch diese könnt ihr per Command auf Fehler überprüfen und zwar mit der Eingabe von chkdsk. Nach einem Neustart wird Windows die Festplatte auf Fehler überprüfen und mögliche Funde direkt beseitigen. Eine erheblich angenehmere Fehlerquelle ist ein überfüllter Speicher eurer Festplatte. Wenn der gesamte Speicherplatz belegt ist, kann dies schnell dazu führen, dass euer PC hängen bleibt. Sorgt am besten immer dafür, dass rund 20 bis 30 GB Speicherplatz frei bleiben, um Freezes gleich vorzubeugen. Wie der Mensch kann auch der PC überfordert sein. Ein möglicher Grund für ein anhaltendes Standbild ist daher auch die Nutzung von zu vielen parallel laufenden Anwendungen. Allein wenn der Arbeitsspeicher über eine längere Zeit zu 100% ausgelastet ist, kann es zu einem Freeze kommen. Beobachtet daher am allerbesten die Auslastung eurer Komponenten, am wichtigsten die des Arbeitsspeichers, der CPU und den Datenträgern. Das Ganze könnt ihr ganz einfach über den Windows Task Manager überprüfen, indem ihr den Reiter Leistung auswählt. Eine weitere Möglichkeit, Hardwareüberforderungen als Problemursache auszuschließen, ist, über einen längeren Zeitraum nur ein einziges Programm laufen zu lassen. Kommt es innerhalb der Zeit nicht zu einem anhaltenden Standbild, sondern erst, wenn ihr zusätzlich einige weitere Anwendungen öffnet, so ist die Fehlerursache relativ eindeutig nicht ausreichende Hardwareleistung. Ursache Nummer 4 befasst sich mit einer erhöhten CPU-Temperatur, die unter anderem auch ein eingefrorenes Bild zur Folge haben kann. Eine nicht ausreichende Kühlung, veraltete Wärmeleitpaste oder ein Prozessordefekt sind die Hauptgründe für eine überhitzte CPU. Im einfachen Betrieb oder Leerlauf sollte ein Intel- oder AMD-Prozessor nicht heißer als 50 Grad werden. Unter hoher Last können Intel- oder AMD-Prozessoren auch mal 70 bis 80 Grad heiß werden. Intel und AMD geben bei ihren Prozessoren eine maximale Temperatur von 90 bis 100 Grad. An. Heißer sollte eure CPU auf keinen Fall werden und auch diese hohen Temperaturen würde ich mit einer besseren Kühlung, neuer Wärmeleitpaste, einem besseren Airflow und staubfreien Lüftern vermeiden. Nun fragt sich sicherlich der ein oder andere von euch, womit lässt sich denn die CPU-Temperatur feststellen bzw. messen? Intel-User können mit dem Intel Extreme Tuning Utility Tool Temperaturwerte auslesen und Ryzen-Nutzer mit AMDs hauseigener Ryzen Master Software. Gerne werden auch Drittanbieter-Tools wie zum Beispiel CoreTemp zur Messung herangezogen.
Sollten bei euch die Standbilder nur bei bestimmten Anwendungen oder Spielen auftreten, so ist ein Kompatibilitätsproblem naheliegend. Einige wenige Programme oder Spiele sind also nicht mit eurem PC-System bzw. mit eurer Windows-Version kompatibel. Eine mögliche Lösung für das Problem bietet Microsoft von Haus aus an, indem ihr einen Rechtsklick auf die Anwendung macht und auf Behandeln als Kompatibilitätsproblem klickt. Wenn ihr wisst, dass das Programm bzw. Spiel für ein älteres Windows entwickelt wurde, so könnt ihr einen Kompatibilitätsmodus aktivieren. Geht dazu in die Eigenschaften des Programms auf den Reiter Kompatibilität, setzt den Haken bei Programm im Kompatibilitätsmodus ausführen und wählt die ursprünglich angedachte Windows-Version des Programms aus. Letztendlich solltet ihr eure Treiber immer vollständig bzw. aktuell halten und euer Betriebssystem regelmäßig updaten. Sorgt außerdem für genug Festplattenspeicher und lasst eure HDD auf Fehler überprüfen. Überfordert euren PC nicht zu sehr und beachtet die prozentuale Hardwareauslastung im Task Manager. Zudem solltet ihr eure CPU-Temperatur überprüfen und gegebenenfalls einen besseren Kühler nachrüsten. Ist euer gewünschtes Programm für ein älteres Betriebssystem angedacht, so bietet euch Microsoft einen Kompatibilitätsmodus. Nun hoffe ich, dass ich dem einen oder anderen da draußen helfen konnte, die nervigen Standbilder loszuwerden. Wenn ich euch mit diesem Video weitergeholfen habe, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wollt ihr auch in Zukunft kein weiteres hilfreiches Video mehr verpassen, würde ich mich außerdem über ein kostenloses Abo freuen. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.